Martin, ich finde, bevor wir hier anfangen, müssten wir noch irgendwas machen, dass die Leute merken, es geht um Star Wars. Es wäre halt cool, wenn du irgendwas hättest, wo gleich auffällt, ja, da geht es definitiv um Luke Skywalker und Darth Vader. Vielleicht irgendwie verkleiden oder irgendwie sowas. Ja, Hast du ich vielleicht finde es, irgendwas? nee, das finde ich aber ganz schön. Das Willst du lieber ist, normal bleiben jetzt? ja, lieber normal bleiben. Sonst hätte ich gesagt, wir ziehen uns noch irgendwie was an oder so, dass das Nee, halt nee, nicht nee. auffällt. Das wäre zu dick aufgetragen, finde ich. Ach so, naja, Das gut. bringt nichts. Sag mal, siehst du eigentlich richtig? Wie bitte? Und damit herzlich willkommen bei Spielzeugjäger. Ich bin der Martin. Martin, die Kamera ist da. Ich bin der Martin. Ich bin der Alex. Freunde, bei uns geht es heute um das Thema Star Trek. Was? Nein, bei uns geht es heute um das Thema Star Wars. Ich glaube, wir nehmen mal kurz die Helme ab. Wir wollen mit euch heute eine Toyline unter die Augen nehmen. In die Augen? In die Augen, unter die Helme nehmen. Unter die Helme nehmen? Nein. Ins Visier nehmen. Begutachten, bestaunen, eine Toyline, die relativ neu ist, aber im Gewand der 70er oder 80er daherkommt. Ich weiß gar nicht. Ende 70er, Ende Anfang 80er. 70er? Genau. Es geht heute um die Star Wars Vintage Toyline. Ist das richtig? Genau. Star Wars Vintage Retro Toyline. Retro Ja, Toyline. Okay. Retro Toyline. Ihr merkt schon, Martin ist da mehr in der Materie als ich. Ich bin eigentlich hier nur da, um Beisitzer. Beisitzer, genau, Helmträger. Mehr nicht. Also Martin wird uns heute ein bisschen durch diese Toyline führen, denn du sammelst sie, hast zumindest angefangen, die zu Genau. sammeln. Und wir wollen heute mal den Vergleich zwischen den Retro-Figuren, die ja relativ neu sind, und den wirklich richtig alten Oldschool-Figuren herstellen. Genau. Den Anfang machen wir, ja, ich weiß gar nicht, wen wir nehmen sollen, weil das sind eigentlich alles neue Charaktere. Ich würde sagen, wir legen erstmal unsere Helme ab, oder? Also richtig ab. Das bringt ja irgendwie nichts. Ich wollte ihn eigentlich nochmal aufsetzen. Wolltest du nochmal aufsetzen? Ja, nee, kann ich es danach machen? Bist du ein Bounty-Toy Hunter? Ich Bounty-Spielzeug. Nee, Bounty-Jäger. Bounty-Jäger. Oh Gott. Alles gut, nichts passiert. Alles gut, nichts passiert. Man kann es gleich dran drücken. Alles ist gut, niemand muss aggressiv werden. Gottes Willen. Ja, ich leg's einfach mal weg. Also, wie gesagt, alles kein Problem. Hauptsache gesund, sage ich immer. Haben uns alle ein bisschen überschätzt. Genau, heute soll es um die Retro-Toyline gehen von der Vintage Collection Serie von Star Wars. Und zwar, es gab schon mal eine Retro-Toyline dazu, zu den klassischen Charakteren, also Luke Skywalker, Prinzessin Leia war dabei, dann der Wookie und Han Solo war dabei. Da waren praktisch die Figuren waren retro-gemäßig gemacht, so wie die alten Figuren aus den 70ern, da wirklich, die wirklich vintage Figuren waren die aufgelegt. Die habe ich mir angeguckt, war ich so, na, nee, das war noch nicht so mein Ding. Aber jetzt ist rausgekommen, und zwar zu der neuen Serie The Mandalorian, sind praktisch die Figuren rausgekommen auf der normalen Vintage Collection Karte, also als normale 3¾-Inch-Figuren, wirklich in dem neuen Design, beziehungsweise sage ich mal, zeitgemäßer Artikulation und das, was man von den Figuren erwartet. Aber dann ist daraus die Retro-Line entstanden. Und zwar sind diese neuen Charaktere, diese neuen Figuren, Also jetzt hier der der Mandalorianer, Mandalorianer, dann Moff Moff Gideon Gideon und und Cara Dune. Cara Dune, sind noch mehr. Es ist noch der Baby Yoda ist nach Hause gekommen. Grogu. Grogu, genau. Dann der auf dem Planeten mit den. Ja, der von Ron Perlman gespielt wird. Genau. Ich weiß jetzt auch nicht, wie er heißt. Der kleine. Noch andere. IG-11, den habe ich auch noch im Auge gehabt. Aber wir behandeln jetzt erstmal nur die drei Charaktere, weil die wirklich super, super cool umgesetzt sehe. Und zwar sind die umgesetzt auf die, oder beziehungsweise genauso umgesetzt wie die Vintage-Figuren. Wirklich die alten Figuren von den alten Karten, damals noch von dem ersten Star Wars-Film. Und ja, wir fangen einfach an, wir gehen die Reihe weg durch. Mit dem Haupthelden würde ich anfangen, Ja, also mit dem mit Mandalorianer. dem Mandalorianer. Und zwar hier in seinem noch vor Beskar-Outfit. Noch nicht alles mit Beskar ausgestattet. Mit seinem coolen Gewehr und seinem Blaster. Alles in allem wirklich auf Vintage gemacht. Auf diese Vintage-Figuren. Wir haben ja mal als Vergleich den in der 6-Inch-Variante. Das ist eigentlich die Größe, die ich normal sammle bei den Star Wars-Figuren.
Die 3¾-Inch-Figuren sammle ich jetzt nicht so viele, außer die, also einige Charaktere von den, von der Power of the Force Line, also aus den 90ern, meine Kindheit irgendwie, da habe ich noch ein paar Figuren. Aber normal sammle ich halt die 6-Inch-Line. Und wenn man den mal so dahinter stellt, finde ich, ist es eigentlich schon sehr cool umgesetzt. Also er hat eine Menge Details eingebüßt. Aber ja, natürlich. Das ist wahrscheinlich auch dieser, das ist ja gewollt. Ne? Das ist gewollt. Wenn wir jetzt mal sehen, ich habe wirklich hier, das ist eine Original-Vintage-Figur von Boba Fett. Und wenn man die daneben stellt, kann man schon sehr gut erkennen, wie schön die Details, sage ich mal, retromäßig übernommen wurden. Ja. Also ich finde, die haben echt den Kern des Mandalorianers in dieser Vintage-Ausführung getroffen. Und auch nur 5 Bewegungspunkte, ne? Den Kopf kann man drehen, kann man bewegen, die Arme und die Beine. Das war's. Aber trotzdem hat er immer noch eine Menge kleiner Details, die ihn halt praktisch auszeichnen als die Mandalorianer-Figur. Das ist schon echt sehr, sehr cool. Er hat auch hier einen Mantel. Er hat hier einen Vinylmantel, was bei den Vintage-Figuren damals Standard war. Das Vader zum Beispiel. Genau, Vader hatten Javas. Die Javas hatten, das ist beziehungsweise eine sehr gesuchte Figur, diese Vinyl-Java-Variante. Später hatten die dann auch normal Stoffmäntel und Stoffumhänge und so gehabt. Aber hier haben sie sich für den Vinylmantel entschieden und ich finde, tip top. Also Alex, was hast du? Du als... Also er sieht schön oldschool aus, wenn man ihn neben den Boba Fett hält, dann könnte man fast denken, dass der Mandalorianer auch in der damaligen Zeit produziert wurde. Ist natürlich Blödsinn, aber was ich ein bisschen schade finde, dieses Blastergewehr, was er hat, ja, man kann das jetzt, wenn man ihn so, wenn man den Arm runterhängen lässt, kann man ihm das Gewehr halt so ranstecken, aber wenn man jetzt eigentlich diesen Griff nimmt, ich wäre mal kurz so frei, dann sieht das natürlich ein bisschen komisch aus, wie eine Einhandwaffe, was sie ja als solche gar nicht ist. Und dann kann man höchstens den Arm so ausstrecken und das sieht dann schon ein bisschen komisch aus. Das ist aber praktisch eigentlich stringent umgesetzt, genau so, wie sie es damals halt gemacht haben. Also sie hatten, es gibt auch Charaktere, die auch Gewehre hatten. Snowtrooper zum Beispiel, die hatten auch Blastergewehre. Ist das genauso umgesetzt gewesen, wie es jetzt hier mit der Waffe. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, weil es halt eben so ein langes Teil ist halt irgendwie. Ne? Das ist schon... Ja, gewöhnungsbedürftig. Und es wurden halt auch viele Parts nicht bemalt, aber das ist ja bei den Vintage-Figuren ist es ja genauso. Genau, ja. Aber trotzdem, es sieht nett aus. Am meisten gefällt mir dieses Vinyl-Cape. Auch dieser einfach umgeklappte Kragen. Das ist ganz simpel eigentlich gemacht, aber hat einen gewissen Charme, definitiv. Ja. Da würde ich sagen, kommen wir gleich mal zur nächsten Figur, die auch ein Vinyl-Cape trägt. Und zwar ist es hier Moff Gideon. Und als Vergleich hätte ich jetzt einfach mal die alte Darth Vader Figur dazu gepackt. Hier in der Ausführung leider nicht das zwei oder ausfahrbare Lightsaber. Das ist es nicht. Es ist ein normales, aber bei mir ist noch vorne dieser kleine Bupatz, der sehr oft abgebrochen ist, ist bei mir noch dran. Warum hat man den überhaupt da angebracht? Das sieht irgendwie komisch aus. Ja, das habe ich nicht verstanden bei dieser Vintage-Toyline. Früher konnte man diesen Bupper halt ausfahren. Der war praktisch nochmal in diesem Ding drin. Man konnte den so ausfahren. Und damit, so als wenn die Klinge ausfährt. Ja, genau, als wenn das Laserschwert, also man kann das Laserschwert an sich auch hier, also das ist normal in der Hand so und dann tut man das hier, kann man das hier am Ellenbogen ausfahren. Aber cool gelöst. Und man konnte damals noch, wie gesagt, diesen kleinen Stift konnte man auch nochmal ausfahren. Das war dann immer so. Warum hat man das geändert? Hat man das? Ja, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Oder? Höchstwahrscheinlich zu aufwendig und wahrscheinlich ist es auch irgendwie. Das heißt, wenn du einen Vader hättest mit ausfahrbarem kleinen Teil des Schwertes, wäre das noch mehr wert. Das wäre richtig was wert. Coole Sache. Ja, das ist halt der normale Standard-Vader, sage ich mal. Und hier hat er auch, wie gesagt, er hat sein schwarzes Vinyl-Cape an und Moff Gideon ist ja praktisch, gehört er der gleichen, dem Imperium an, der gleichen Richtung. Und hat hier auch sein schwarzes Vinyl-Cape, seine schwarze Uniform. Moff Gideon hat noch seinen Blaster dabei und das Dunkelschwert. Und hier, finde ich, haben sie es auch genauso, also sehr gut umgesetzt. Sieht total banal aus. Das Ding ist einfach nur, ein Schwert, hat diesen Dunkelschwert-Griff so ein bisschen angelehnt. Aber an sich einfach nur diesen Stab. Das hatten die aber sehr oft auch bei den Vintage-Figuren, dass die einfach dann so einen Plastikstab hatten mit einem Griff dran und dann grün angemalt oder blau angemalt und dann war es das halt gewesen. Aber wenn du mal guckst und das ins Licht hältst, das ist leicht, so leicht transparent. Schwarz transparent, ja. Mhm, sieht auf jeden Fall schick aus. Und der Griff ist schon relativ nah am Original, ne? Ja, genau. Ja, wenn man jetzt mal sieht, ich habe die 6-Inch-Figur dazu,
ja, der Griff dazu. Da ist ja auch, das ist ja eigentlich auch transparentes Plastik. Genau. Ja, man sieht es, ja, wenn man es so daneben hält. Das ist schon ganz gut umgesetzt. Ja. Ist ja letztendlich ist ja nur Fehlen von Licht bei diesem Dunkelschwert. Aber wenn man jetzt so den Vader daneben stellt, dann könnte man, also da kann man wirklich mit diesen Figuren kann man wirklich die beiden Universen, also ich sag jetzt mal, das Mandalorian-Universum, also diese Serie, ja, wunderbar mit einfließen lassen in die klassischen Filme einfach. Durch diese Toyline, das wirkt alles wie aus einem Guss. Und letztendlich soll ja Mandalorian auch in der Zeit ja spielen. Genau, ne? Spielt ja nach dem Zerstören des ersten Todessterns. Ne? Mhm. Und ja, passt sich natürlich wunderbar dann in die, reiht sich wunderbar ein in die Vintage-Toyline eigentlich. Und ich finde, das haben das auch wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Also ich finde auch, dass das Gesichtssculpting, es ist natürlich, es ist jetzt nicht so, ja genau, es ist nicht so detailliert, wie das bei den normalen Figuren halt ist, aber man erkennt schon, dass es Moff Gideon ist. Also wenn man jetzt nur den Kopf hätte, könnte man sagen, alles klar, Moff Gideon, mhm, finde ich. Und Alex, was sagst du? Also ja, definitiv. Also so auch die Rüstung, der Brustpanzer, das ist ja trotzdem relativ detailliert. Und ich meine, er ist eh in Schwarz gehalten. Also die Originalfigur hat jetzt auch nicht so viel Farbe dran, deswegen wirkt der trotzdem sehr detailliert, muss ich mal sagen. Und ich mag es irgendwie, dass das Schwert in diesem transparenten Kunststoff gefertigt wurde. Das ist ein kleines Detail, ne? Was holt mich was, ab, ja, wie man so sagt. Was die Sache nochmal ein bisschen Schmackes gibt. Ja, definitiv. Finde ich auch sehr, sehr geil. Also neben Vader sieht der richtig gut aus mit dem Cape. Das macht echt, echt was her. The Best Buddies, dann können wir mal, stellen mal hier den. Ja, aber auch Boba der Boba Fett neben dem Mandalorian. Ja, nimmt sich nicht viel, ne? Also. Ja, es sieht passt aus wie, ein, wie eine Herstellungszeit, was diese Toys anbelangt. Definitiv. Kommen wir mal zur Frau in der Runde. Genau, zur starken Frau in der Runde. Zur starken Frau in der Runde. Genau, Cara Dune. Die hat auch noch, hat noch ihr Blastergewehr. Hat sie noch dabei. Das habe ich jetzt aber habe ich schon weggepackt, weil ich finde, mit normal mit dem Handblaster, finde ich, sieht es ganz okay aus. Finde ich völlig in Ordnung. Mag ich, so wie sie hier steht. Und wenn man mal sieht, wir haben jetzt hier die, das ist die Vintage Collection Karte von der Cara Dune, also von der normalen Hasbro Line. Hier in der Special Variante, in dieser Silber Glitzy Variante, ist hier nochmal rausgekommen. Wenn man sich praktisch mal das Design dieser Karte anguckt, dieser Vintage Collection Karte, so sahen die auch früher damals aus, die Vintage Karten. Und jetzt mal dann dagegen legt, praktisch so sehen die Figuren auf Karte aus. Deswegen haben wir jetzt mal Cara Dune ausgewählt, damit man da so ein bisschen diesen, diesen Vergleich hat. Vom Design her sind die schon genauso, wie die Vintage-Figuren halt damals gemacht wurden. Also mit dem Schriftzug hier eben The Mandalorian, also welchen, zu, welchem, zu welcher Serie, zu welchem Film sie praktisch dazugehören. Dann mit den Namenstags hier oben, mit diesen Namensschildern, die dann auch immer entsprechend eine Farbe hatten. Also die waren immer farblich hinterlegt. Ich weiß, ich glaube, da lag irgendwie auch nochmal so ein Farbcode dahinter, welche Figur welche, welche Hintergrundfarbe hatte. Aber genau weiß ich das nicht. So tief stecke ich da auch bei den Star Wars Sachen nicht drin. Da gibt's, das ist schon eine Wissenschaft. Vielleicht wisst ihr es, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, das würde mich auch nochmal interessieren. Ich weiß, dass es da irgendwie einen Code dafür gibt, aber wie genau und was, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Dann klar, klassisch mit dem Bild drauf von ihm. Dann der Blister ist neu gehalten. Die normalen, die Vintage-Figuren, wäre vielleicht auch nochmal interessant gewesen, wenn die sie wirklich so verpackt hätten wie die Vintage-Figuren. Die waren ja einfach nur im, die hatten keinen kein Tray gehabt. Die waren halt einfach nur in der Bubble drin. Unten war dann teilweise noch so ein Papp, dass die nicht durch die Bubble durchstoßen. So ein Pappschutz gewesen. Das haben sie hier gemacht, haben sich dran gelehnt an der normalen, an der neuen Vintage Collection Line mit einem Tray halt. Okay, kann man machen. Finde ich auch in Ordnung. Hier, was ich nicht so cool finde, ist irgendwie dieser riesengroße Aufkleber Retro Collection Serie. Ich weiß nicht, also man sieht ja, dass es irgendwie Retro ist. Dann brauche ich irgendwie diesen riesen Aufkleber da nicht irgendwie. Das, ja, das stimmt schon. Weil das zerstört ja auch das Bild. Das heißt ja, man hat es ja, ich habe jetzt hier die Cardbacks mal dabei von Cara Dune. Das zerstört ja irgendwie auch das, das Bild von ihr. Und beim Mandalorian ist es genauso. Also das hätte es jetzt irgendwie nicht gebraucht, finde ich.
Ja. Aber schön ist, dass das Kenner-Logo vorne zu sehen ist. Ja, das finde ich. Das ist bei allen Vintage-Collection-Figuren so. Das sieht gut aus. Das ist wirklich genauso in dem Design ist, wie das halt damals gemacht ist. Ich persönlich mag auch, dass das Schwarz so abgenutzt aussieht an den Rändern. Dadurch hat man wirklich das Gefühl, man würde eine alte Figur irgendwo herbekommen. Du magst es jetzt. Genau, das so, ist jetzt wäre der nächste Punkt gewesen, den ich jetzt angemakelt hätte. Also mir gefällt das gar nicht, dass es irgendwie diese angeranzte. Ich hätte es wäre schöner gewesen, wenn es einfach clean gewesen wäre, die Karte. Und ja, aber du. Ich find's gut. Warum findest du es gut? Also es unterstreicht so diesen Nostalgiefaktor. Echt? Ja. Weil du ja musst ja so sehen, wenn du jetzt diese Figuren, den Boba zum Beispiel oder Vader, wenn du die jetzt original verpackt irgendwo herbekommen möchtest, dann sieht man da definitiv den Zahn der Zeit. Es gibt sicherlich Ausnahmen und das, ja, sieht auch nett aus. Und ich kann mir ja vorstellen, das werden ja vor allem die Leute sammeln, die halt so wie du auch diese ganz alten Figuren haben. Und wenn die dann auch Mocks sammeln, dann passt das, glaube ich, noch besser in diese alten Mocks, die man vielleicht noch hat. Und die werden, wie gesagt, auch ihre Abnutzungserscheinungen haben. Aber man sammelt doch eher, dass die immer besser, also einen besseren Zustand haben. Ja, aber die Karte ist ja trotzdem klar, die Bubble. Also, das ist halt eine Geschmackssache, aber ich finde, es unterstreicht das. Mich stört jetzt dieser Retro-Sticker auch nicht so sehr, weil ich habe jetzt gerade mal geguckt, das ist zwar auch nur ein Sticker, den könnte man entfernen, aber selbst hier hast du ja etwas drauf, was irgendwie das Bild schmälert. Wäre okay gewesen, wenn der einfach ein bisschen kleiner gewesen wäre. Es ist halt einfach ein riesen fetter Sticker da drauf irgendwie. Wenn der kleiner gewesen wäre, retromäßig oder hier oben irgendwo rangeklebt oder so, ja, das finde ich ein bisschen schade. Und was halt auch nicht ist, wie was bei den normalen Vintage-Collection-Figuren ist, hinten ist immer nochmal dann praktisch dann drauf, welche Figuren zur Line gehören. Das ist leider bei denen auch nicht drauf. Bei den normalen Vintage-Figuren, bei den alten Figuren war immer drauf, welche Figuren es gerade zurzeit gibt. Deswegen heißt das ja irgendwie Cardback, 98er Cardback, 96er Cardback. Das heißt dann die Anzahl der Figuren, die es in dieser Toyline hat, gibt. Das ist leider hier nicht gemacht worden. Fand ich ein bisschen schade. Wäre cooler gewesen, wenn das noch drauf gestanden hätte oder wenn das noch drauf gewesen ist. Hier steht einfach nur drauf, wer dabei ist. Jetzt sehen wir es hier. Mandalorianer, Cara Dune, IG-11, Kuil, The Child, das ist Grogu, Moff Gideon, Greff Karga. Ist das der Ron Perlman oder wie? Ich glaube. Ich weiß es jetzt gar nicht. Keine Ahnung. Und ein Remnant Trooper. Den habe ich noch gar nicht gesehen, den Remnant Trooper. Würde mich auch nochmal interessieren. Also, da müsstest du nochmal losziehen. Ja. Vielleicht gibt es ihn im Müller oder im Smith Toys um die Ecke. Müssen wir mal gucken. Das würde mich auch wieder interessieren. Weil wie gesagt, normal habe ich von den Vintage-Figuren habe ich eigentlich nur Imperiums-Sachen, weil mich Imperiums-Sachen interessieren. Das Böse zieht immer. Das Böse zieht immer, genau. Also da passen die jetzt wunderbar rein in meine Imperiums-Vintage-Sammlung. Aber sie stehen definitiv gut da. Und ich glaube, für Vintage-Sammler, die auch neue Sachen wie Mandalorian mögen, ist das eine super Alternative, ihre Retro-Figurensammlung damit noch aufzustocken. Und das ergibt trotzdem ein an sich stimmiges oder in sich stimmiges Gesamtbild. Finde ich auch. Das bilanzieren. Man könnte natürlich sagen, jetzt diese Retro-Figuren in Vergleich zu setzen zu diesen Reaction-Figuren. Und ich finde, aber da sind die noch viel, viel detaillierter als die Reaction-Figuren. Es gibt auch von Star Trek Reaction-Figuren. Da hatte ich auch schon mal überlegt gehabt, aber hat mich nicht überzeugt. Also hat mich echt nicht überzeugt. Die ersten Figuren, die mich überzeugt haben von dieser Retro-Line, sind die Toxic Crusaders gewesen. Die gefallen mir sehr gut. Das ist eine schöne Retro-Vintage-Line nochmal aufgelegt. Das finde ich ganz gut. Auch mit diesen Retro-Sachen, dass du halt nur 5 Artikulationspunkte hast. Ne? Das finde ich, das ist gut umgesetzt. Und dann kommt, wie gesagt, schon die Star Wars-Sachen. Also. Noch zum Abschluss, was kostet so eine Figur? Ich habe jetzt gekauft im Laden meines Vertrauens im T3 in Frankfurt. Grüße raus an genau. Das T3. Genau. Mein Figurendealer vor Ort. Und da haben die 18 Euro gekostet. Ich glaube, im Smith Toys liegen die auch so um die 17, 18 Euro in der Reihe. Ja. Und ist definitiv auch was für Auspacker. Also wie gesagt, packt die aus, stellt sie euch hin, stellt sie euch neben die Vintage-Figuren. Und habt Freude dran. Also ich bin echt begeistert. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der große Star Wars Fachmann, aber das wollte ich euch einfach mal zeigen, weil es einfach eine schöne, gelungene Toyline ist. Ja. Super geil gemacht.
Das war's dann auch mit Spielzeugjäger. Diesmal aus dem Star Wars Universum. Ich glaube, das war sogar das erste Mal, dass wir so derartig auf Star Wars eingegangen sind. Eigentlich wollten wir das nicht so richtig machen. Ja, aber wir haben ja ein bisschen Vintage dabei, genau. Deswegen ist das okay. Passt. Wir danken euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffen, ihr hattet Spaß. Denkt an ein Abo, insofern ihr noch nicht abonniert habt. Denkt an die Glocke, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt, wenn neue Folgen rauskommen. Und schreibt uns gerne in die Kommentare. Ihr habt es gesehen, bei Star Wars haben wir auf jeden Fall manchmal gefährliches Halbwissen. Ich auf jeden Fall. Ich schramme da auch sehr dran an gefährlichen Halbwissen. Von daher, ihr könnt uns gerne eines Besseren belehren. Ansonsten sagen wir, macht's gut und bis zum nächsten Mal bei Spielzeugjäger. Ciao, ciao.